endlich mal wieder ein Quick-Tipp am Start. Und zwar gibt es was Neues gleich von zwei Produkten, die ich eigentlich immer benutzt habe. Jetzt nicht mehr so. Kameramäßig habe ich ja im Moment im Prinzip gewechselt auf die Osmo Action 3. Nichtsdestotrotz verfolge ich natürlich immer noch GoPro-Sachen. Und hier hat sich was getan, aber eigentlich nicht bei der GoPro, sondern bei Sena. Bei Sena gab es jetzt dann Firmware-Update für die 50S, 50R-Reihe, mit der man dann das Sena per Sprachsteuerung als Fernbedienung für die GoPro verwenden kann. Das Ganze funktioniert auch relativ einfach. Ich gehe zum Beispiel hier auf meiner GoPro her, sage hier einfach bei Verbindung Gerät verbinden und sage Fernbedienung verbinden. Und jetzt da gehe ich hier am Sena einfach ins Konfigurationsmenü. Dafür 10 Sekunden entweder die mittlere Taste drücken oder das Rädchen. Dabei nicht aus dem Tritt bringen lassen, dass zwischendurch schon was anderes piept. Und jetzt kann man uns hier durchklicken. Handy koppeln. Kopplung des zweiten Handys. Koppeln mit ausgewähltem Handy. Medienkopplung. Kopplung des GPS. Alle Kopplungen löschen. Fernbedienung koppeln. Universalgegensprechkopplung. GoPro koppeln. Dann seht ihr schon, hier war die Verbindung schon erfolgreich. Jetzt hoffentlich auch gleich hier. Verbunden. Verbunden, genau. Und jetzt haben wir sozusagen die Verbindung hergestellt. Und jetzt warten wir auch erst, bis der Brummer an uns vorbei ist. Handy verbunden. So, das war jetzt natürlich klar. Der musste jetzt genau in der Einfahrt auseinanderpacken. Deswegen musste ich jetzt gerade hier nochmal umziehen. Gut, wir haben also jetzt die Verbindung hergestellt. Hier als Fernbedienung koppeln, im Sena wirklich direkt als GoPro. Und jetzt sollte man das Ganze steuern können. Unter dem Motto GoPro, Kamera prüfen. GoPro, Akkustand hoch. GoPro, Aufnahme starten. GoPro, Aufnahme. GoPro, Aufnahme beenden. GoPro, Aufnahme gestoppt. GoPro, Kamera aus. GoPro, Verbindung zur Kamera unterbrochen. GoPro, Kamera ein. GoPro. Kamera ein. So, und so gibt es halt auch noch ein paar mehr Befehle, die ihr machen könnt. Die Liste ist bei Sena entsprechend aufgeführt. Wie gesagt, 50R, 50S, das ist das, von dem ich es im Moment weiß. Und mit dem neuesten Firmware-Update, das ist halt nötig. Das kam irgendwann Ende Juni raus, glaube ich. Müsste aufspielen, dann sollte das Ganze funktionieren. Mich hätte natürlich mehr interessiert, den Ton sozusagen vom Sena auf die Kamera zu überspielen, aber dazu müsste sich natürlich GoPro auch mal bewegen und nicht nur Sena. Von daher mal schauen, was noch wird. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, das war wieder für euch ein bisschen hilfreich. Nicht vergessen, wie immer, wenn ihr solche Tipps nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glöckchen anmachen, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Und tschüss!